die sich in Notebook eingemietet hat. Er war von Anfang an dabei, als der Standort von der Notebooker Immobiliengesellschaft übernommen wurde. 17 Mostviertler Gemeinden beteiligen sich an der Verwirkung des Gebäudes. Das ist der Rot, dieses ganze Sonnensegel, dieser Rotboden, der schöne, wurde erst in den letzten zwei Monaten etabliert. Und mittlerweile befinden der Eisenstraße in Osttourismus, das Fried und die Welt GmbH, sowie Coworking Spaces in diesem Bereich da drüben, sind wirklich viele mittlerweile zugezogen. Wir haben oben schon eine Künstlerin drin, eine Malerin, eine komplette Gastronomie, eine Landfirma und so geht's für eigentlich diese Richtung weiter und gehe davon aus, dass die Wiederbelebung des Areals aufgrund der Landesaufnahme schon funktioniert hat. Für die Bürgermeisterin von Berlin, Renate Gräber, dieses Projekt von gelungener regionaler Entwicklung, das seine Nachahmer finden sollte. Ja, das war absolut Neuland, unser Neuland. Wir haben dann natürlich schon zwei, drei Bürgermeister, die wir gesagt haben, gemeldet haben.